Grüezi meine Glühbirnen und herzlich willkommen zum zweiten Part Hollow Knight und ich wünsche euch viel Spaß. Summt schön vor sich hin. Es klang irgendwie japanisch. Ah, und Tatsuda! Kachou, Kaigenki des Ka, Watashi wa Insektokuden. Hallo, bist du hier unten, um diese schönen alten Ruinen zu erkunden? Beachte mich gar nicht. Ich habe auch eine Schwäche für das Erkunden. Sich zu verirren und dann den Weg wiederzufinden, ist ein Vergnügen wie kein anderes. Wir haben großes Glück, du und ich. Ich bin Kartograf von Beruf und fertige gerade eine Karte von diesem Gebiet hier an. Möchtest du eine von meinen Arbeiten kaufen? War das oben nicht ein Kartografie-Shop? Ist da einer der Besitzer? Vielleicht. Karte dieses Gebiets kaufen? Jawallo! Karte erhalten. Halte LB, um Karte für das Gebiet anzusehen. Zum Glück gibt's eine Karte. Eine Karte kann nützlich sein, aber alleine zeigt sie dir nicht, wo du bist. Wenn dein Orientierungssinn nicht der beste sein sollte, empfehle ich dir, bei meiner Frau Iselda einen Kompass zu erwerben. Ja, das waren die beiden, die den Kartografie-Shop da oben leiten. Okay, gut zu wissen. Dann sind sie wenigstens nicht tot. Sie ist gerade dabei, unser Kartengeschäft in Mistmund zu öffnen, indem wir die verschiedensten Dinge verkaufen, die für Reisende wie dich nützlich sein können. Manchmal verkauft sie sogar meine alten Karten. Ich besuche sie immer, wenn ich mit einer Karte fertig werde. Sie freut sich immer so sehr, mich zu sehen. Okay, scheinbar können wir dort uns Karten für Gebiete kaufen und... Ah, okay. Ich muss nur kurz gucken. Wir sind unten bei dem Typi hier. Was ist dieses rechte Gebiet? Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung mehr, was dieser riesige Kopf im rechten Gebiet war. Mal schauen. Vielleicht finde ich es wieder heraus. So. Au. Ich sehe es kaum, diese Stacheln sind mein Kryptonit. Und diese Stacheln auch. So. Hi, bist du ein Gegner? Ja, ist ein Gegner. Okay. Der sah aus wie ein Freund. Ah. Aber das habe ich auch schon gehört, dass das hier recht schwer sein soll, Freunde von Feinden zu unterscheiden. Oh, und hier ist ein Zepter. Also so. Achso, das Ding hier. Okay, ich dachte schon, es wäre eine Waffe, die da rausgefallen ist. Und hallo, kleiner Wurm. Ich glaube, dir kann man keinen Schaden anrichten. Kann ich da hoch? Sieht halt so knapp aus. Komm schon. Aha. Mist. Au. Okay. Auf den Wurm springen klappt auch nicht. Was natürlich mein Plan war. Ich bin nicht aussehen in den Wurm reingesprungen, weil ich ihn komplett vergessen hatte für einen Moment. Nein, 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 nein. War vollständig mein Plan. So. Das sieht nicht nach einer Flüssigkeit aus, in der ich gerne baden wollen würde. Was mache ich? Ich bade darin. Ich komme mit den Sprungmechaniken echt noch nicht klar. Und du bist doch garantiert wieder ein Feind, der weitere Feinde spawnt. Wow, cool. Stimmt, ich konnte ja nach oben schlagen. Au! Es ist... Woran liegt das? Woran liegt das, dass ich... Ich bin tot. Und man startet wieder bei der Bank. Na super. Und... Seelengefäß ist kaputt? Was? Und wir haben unser Zeug verloren, was? Okay. Wir können hier auf jeden Fall einkaufen. Ja, bist du gekommen, meine Karte zu kaufen? Eigentlich müsstest du mit meinem Ehemann Geschäfte machen, doch Überraschung, er ist wieder dort unten unterwegs. Gelegentlich taucht er wieder auf, um neue Karten für den Laden vorbeizubringen. Doch ich wünschte, er würde ein bisschen mehr Zeit hier oben verbringen. Ich interessiere mich selbst nicht wirklich für den Handel. Nun denn, lass uns doch sehen, was ich zum Verkauf anbieten kann. Okay, wir haben scheinbar unser Zeug verloren. Doof. Sehr, sehr doof. Gefällt mir nicht. Dann schaue ich mal,
Da ich mein Zeug wiederkriege, ist es so Dark Souls-like? Ich glaube, das ist so Dark Souls-like. Habe ich auch meine... Okay, meine Karte habe ich noch. Und da unten bin ich wahrscheinlich gestorben. Jo. Ich gehe dann einfach mal... wieder runter. Freunde kann man eigentlich sehr gut erkennen. Ein Freund ist auch nur ein Feind, der dich noch nicht angegriffen hat. Sehr... Au. Was wollte ich sagen? Sehr poetisch, Speedy. Sehr, sehr poetisch. Ach so, stimmt. Ich musste ja runter. Vergessen. Und ab geht's, auf geht's. 3 Tage Spaß. Warte. Nein, ich musste nicht ganz runter, oder? Ich glaube, ich musste... Ah, mein Gefäß füllt sich dennoch auf. Auch wenn es kaputt ist. Kann ich es benutzen? Ja, okay. Was macht es dann, dass es kaputt ist? Ich weiß es nicht. Ah. Nervige Insekten. Sagte das Insekt. So. Kommt es mir echt nur so vor? Also, ich weiß nicht, ob es an meiner reinen Unfähigkeit liegt oder die Sprungmechanik echt ein bisschen merkwürdig ist. Ich weiß es nicht. Ich hüpfe aber lieber von hier runter, weil ich glaube, mit einem normalen Sprung... Oder war... Nee, hier war ich nicht. Hier... Ich musste hier runter, genau. Hier war ich. So, ein bisschen... Oh, da wurde ich aus der Tür gekickt. Okay. Super. Und wir haben nicht mal was regeneriert. Geil. So lobe ich mir das. Ah, stimmt, hier waren ja ein paar Stachelis. Nee, warte. Hier ging's gar nicht weiter. Karte? Wo bin ich? Warum wird mir nicht angezeigt, wo genau ich bin? Das, finde ich doof. Naja, die wollen es halt realistisch halten. Aber hey, hier konnten wir uns ja regenerieren. Das weiß ich noch. So. Okay, das war's auch. Oh, nee, oder? Das kann doch nicht mein Ernst sein. Das kann doch echt nicht mein Ernst sein. Wie spiele ich denn? Ich spiele wie ein blinder Fisch ohne Arme. Fragt mich nicht, wann ein Fisch Arme hat. Okay, hier geht's lang. Stimmt, hier war auch der Typ und wir sind dann... Sind wir dann hier runter? Ich glaube. Genau, wir sind hier runter, dann hier rüber. Wobei wir auch hier links runterfallen könnten und dann sparen wir uns das Jump'n'Run. Aber ich bin ja gut. Hier war der... Hat er mich nicht umgebracht? Ich glaube, der war es, derjenige, der mich umgebracht hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Nee, 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 ich kam ja noch weiter. Ich kam ja noch an den Würmern vorbei. Stimmt. Wo bin ich? An was bin ich überhaupt nochmal gestorben? Ich glaube, das waren die Stacheln. Nee, die Säure war das. Im Endeffekt. So. Ich habe immer noch Angst, dass die Plattformen runterfallen, weil sie so krisseln. Und da ist unser Zeug wahrscheinlich. Was? Wir müssen unsere Gegenstände besiegen, damit sie wiederkommen. Wie cool ist das denn? Das ist echt eine coole Idee. Stimmt, du warst derjenige, der mich getötet hat nebenbei. Jetzt regeneriere ich wieder und jetzt geht es mir auch wieder besser. Jetzt bin ich ein bisschen sicherer. So. Okay, cool, man muss sich selber bekämpfen. Oh! Hat der traurige Wurm... Der hat wahrscheinlich sein Kind vermisst. Der traurige Wurm hat wahrscheinlich sein Kind vermisst. Und deswegen... Oh! Darum hat er so geweint und wir haben gerade... Oh! Ich soll probieren, mit dem Typen zu reden, dass... Ich scheiße bin. Was? Der Wurm war doch noch gar nicht draußen. That's what she said. Entschuldigung. Oh Gott, jetzt sterbe ich doch wieder. Blue muss mich hassen. Blue, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hasst du mich? Okay. Dude, deine Frau vermisst dich. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe mich gar nicht vorgestellt, oder? Ja, ich sollte mich entschuldigen. Wenn man so viel Zeit alleine mit seinen eigenen Gedanken verbringt, vergisst man die Etikette der Konversation. 14. Blue hasst mich. 14. Mein Name ist Cornifer und ich habe es schon immer geliebt, die Welt zu erkunden. Ja, direkt nachdem ich geschlüpft bin, bin ich sofort losgelaufen und habe meine Brüder, Schwestern und unsere arme Mutter zurückgelassen.
Genau aus diesem Grund bin ich so schnell wie ich konnte mit meiner Frau nach Mistmund gezogen. Ein riesiges, unendliches Königreich, das erkundet werden möchte. Gleich vor der Haustüre. Wer könnte dann widerstehen? Wie dem auch sei, ich will dich auf deinen Reisen nicht aufhalten. Mit ein wenig Glück sehen wir uns bestimmt wieder. Mach es gut und pass auf dich auf. Wie findest du meine Karte? Ich habe so viel ich konnte eingetragen, aber leider sind alle Karten noch in der Arbeit. Wenn du sie selbst vervollständigen möchtest, kannst du meiner Frau in Mistmund ein paar Kartografie-Utensilien abkaufen. Wir haben ein kleines Geschäft gegründet, um über die Runden zu kommen. Okay, wir können ihm leider nicht sagen, dass er seine Frau vermisst. Dann halt nicht. Was liegt eigentlich hier oben? Ist das irgendwas, was wir kaputt gemacht haben? Ich glaube ja. Okay, wir werden einfach nach oben gesaugt. Ich wollte gerade fragen, wie kommen wir am besten nach oben? Indem man einfach hochspringt. Stimmt, nach oben schlagen. Ich muss bedenken, wir haben 2 Freiheitsgrade, in denen wir schlagen können. Ups. So, weg mit dir. Vielleicht sollte ich auch Leben regenerieren. Vielleicht nicht direkt vor dem Gegner. Das sind so ganz viele vielleicht, die ich vielleicht mal bedenken sollte. Manchmal. So, wenn ich mal eine kluge Phase habe. Hier war doch der traurige Typ, oder? Oder nee, hier war das Monstrum, was wir nicht besiegt bekommen haben. So. Au. Hier war... War da oben der traurige Typ? Ich weiß nicht mehr, wo der traurige Typ war. Ich glaube, der war weiter oben. Ja, ich hab's schon im Sprung gemerkt, dass das fatal wird. Ey! Ich wollte gerade zuschlagen. Gemein. Spiel lässt mich nicht richtig zuschlagen. Eigene Unfähigkeit mit Unfähigkeit des Spiels überdecken. Check. Kann ich hier rein? Nee. Wo war dieser traurige Wurm? Ich glaube, der war oben links. Nein. So. Vielleicht gewöhne ich mich irgendwann an die Sprungmechaniken. Oder generell an alle Mechaniken in diesem Spiel. Wenigstens gewöhne ich mich langsam daran, dass wir nach oben schlagen können. Es ist halt etwas, dem man sehr, sehr selten im Spiel begegnet. Sehr selten. Guckt mal! Der ist wieder glücklicher. Und der schenkt uns Zeug. 10 von diesen Gu. Oder wie hießen die? Die hießen noch Gu, oder? Geo. Geo hießen die. Der hat uns 10 Geo geschenkt. Okay. Wir haben ihn wieder glücklich gemacht. Das ist doch was Schönes. Seht ihr? Er ist wieder ein glücklicher, kleiner, dicker Kerl. Genau wie ich. Wir sind alle glückliche, kleine, dicke Kerle. Selbst wenn du weiblich bist. Du bist ein kleiner, dicker, glücklicher Kerl. Nein! Ihr seid jetzt nicht mehr Glühbirnen. Ihr seid kleine, dicke, glückliche Kerle. Das ist so meine Feststellung. Ich werde euch ab jetzt nur noch mit kleinen, dicken, glücklichen Kerlen assoziieren. Das ist doch was Schönes, oder? Will nicht jeder klein und dick und glücklich sein? So. Ich bekämpfe die gerade nebenbei nur, um mich regenerieren zu können. Nicht, dass ihr euch fragt, was ich hier mache. So, aber jetzt würde ich sagen, geht's wieder weiter runter. Hi, du Kartograf. Bei deiner Frau shoppe ich vielleicht nachher doch noch. Ich gehe mal hier rechts lang. Ja, man könnte fast vermuten, in jedes Loch muss ein Wurm. Das ist nicht mal so weit hergeholt. Ich weiß das. Das habe ich mir schon gedacht. So. Auf geht's nach oben. Kann ich? Hier, durch, danke. Und hier oben gibt's ganz, ganz viel Währung. Ich frage mich echt, was das eigentlich für Beutel sind, weil das sind ja irgendwelche versteinerten Klumpen und ich möchte gar nicht... Au, geheime Wand. Interessant. Gut, dass das Spiel uns hergelockt hat, da hinzuschlagen, um uns darauf hinzuweisen, ey Junge, es gibt geheime Wände.
Ich rutsche irgendwie über den Boden. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es an meinem Controller. Vielleicht liegt es am Spiel. Aber ich habe das Gefühl, ich rutsche die ganze Zeit am Boden entlang. So. Wartet. Ich kann es ja mal kurz nachprüfen. Ja, ich habe so das Gefühl, einen kleinen Moment, nachdem ich laufe, laufe ich noch ein bisschen weiter. Aber wirklich so ein Mikromoment. Kein Plan. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind und blöd auf beiden Augen. Und was gibt's jetzt hier in dem versteckten Kämmerchen? Münzen. Viel mehr. Oder Geo. Viel mehr Geo. Und eine Art Shortcut. Ah, wir haben jetzt scheinbar diese Stage hier umgangen, aber ich würde... Was? Oh, man wird gefangen gehalten, wenn man hier drin ist. Dann hätte ich vielleicht doch das Umgehen akzeptieren sollen. Ich wollte nämlich gucken, was es hier vielleicht noch gibt. Aber okay, wir müssen jetzt scheinbar eine Art Arena-Kampf gegen so Viecher kämpfen und wir hätten es uns sparen können. Naja, au. Kann ich ja nicht wissen. Ich dachte, das wäre einfach nur für faule Menschen. Aber nein, das hatte schon seinen Sinn. Naja, wenigstens war es nicht ganz so schlimm. So. Hier oben geht es wahrscheinlich weiter. Ich guck mal, was es hier unten gibt. Also wenn wir es umgehen konnten, schätze ich mal, dass es da oben weitergeht. Da oben scheint es irgendein leuchtendes Ding zu geben. Also, da. Sieht nach einer Art Upgrade aus. Kann ich da hoch? Nö. Hi. Au. Tschüss. Also es ist nicht ganz so schlimm, getroffen zu werden. Das kann man wirklich sagen, weil die Heilung hat keinen Cooldown und man kann sich eigentlich sehr oft heilen. Ich wage mal zu behaupten, der Entwickler hatte es sich schon gedacht, dass man öfter mal getroffen wird. Ich versuche doch nur meine Spielweise zu rechtfertigen. Ich habe wirklich so einen Rechtfertigungsdrang irgendwie, weil ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich scheiße spiele. Ja, jetzt werden wahrscheinlich manche kommen, hey, da musst du dich in jedem Let's Play von dir schlecht fühlen. Nee, aber es ist halt wirklich... In Dark Souls, da hatte ich schon mal Parts, wo ich am Anfang so schlecht gespielt habe, dass ich mir dachte, nee, das nehme ich neu auf. Und nebenbei, wir kommen da oben scheinbar noch nicht hoch. Deswegen probiere ich es erst gar nicht. Und vielleicht können wir da links rum hoch. Vielleicht gibt es da eine versteckte Wand und die führt uns dahin. So, weg mit dir. Es gibt hier echt so viel zu erkunden. Map? Die Map ist merkwürdig. Ich glaube, die ist nicht komplett. Ich glaube, wir müssen die zu Ende zeichnen mit den Utensilien, die er uns angeboten hat, die wir von seiner Frau kaufen können. Schade. Ich habe gehofft, da wäre ein Geheimgang. So. Ich guck mal dann hier oben. Hm. Double Penetration. Habe ich ja gern. Habe ich ja ultra gern. Wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Oh, unten rum. Oder so. Indem ich vom Wurm hochgedrückt werde. Das ist natürlich auch immer gut. Kann man so sagen. Ich bin gierig. Ich bin sehr gierig. Gib mir das Zeug. Gib mir das Zeug. Ja, ich weiß, das war unnötig. Vor allem der ganze Schaden, den ich gefressen habe. Au. Worth it. So. Ich merke schon, diese Würmer sind sehr, sehr oft hier. Also muss ich mit langen Würmern in mir leben. Schade. Oder ich in langen Würmern, besser gesagt. Die verschlingen mich ja, so wie sie aussehen. Naja, eigentlich treffen sie mich ja nur. Sie wollen mir ja nichts Böses. Die studieren wahrscheinlich hier einfach nur ihre Choreo ein. Das sind Tänzerwürmer. Die wollen einfach nur ein bisschen tanzen. Und was mache ich? Ich breche in ihren Lebensraum ein, störe sie bei ihrem Tanzkurs und vernichte ihre Kollegen. Wow, ich bin ein richtiges Arschloch. Ich wollte dich zum Heilen nutzen, aber ich glaube irgendwie, das Gegenteil ist der Fall und ich kann dich höchstens zum Schaden nehmen nutzen. So, wäsch mit dir. Coins her. Und weiter geht's. Was gibt's hier? Ich warte auf das erste Upgrade. Wahrscheinlich gibt's das aber erst nach einem Boss.
Obwohl, normalerweise in Metroidvanias ist es ja immer versteckt. Zumindest im ersten Metroid war das ja so. Da hat man ja so gut wie jedes Upgrade in einer versteckten Wand gefunden. Stimmt. Ich sollte dann im Spiel wirklich jede Wand hier anhauen. Das wäre praktisch. Ich habe ja auch vorhin gemerkt, dass hier manche Wände mehr Schein als rein sind. Okay, da komme ich eh nicht rüber. Mir kann jetzt niemand mehr erzählen, dass man noch nicht auf einen weiteren Sprung hoffen kann. Oh, ich sollte aufhören, mich immer dann zu regenerieren, wenn ein Gegner in der Nähe ist. So. Da gab es ja nichts. Da oben scheint es irgendwo lang zu gehen. Achso, das war der Geheimgang, den wir gehen konnten, um diese Mordsfalle hier zu umgehen. Was gibt's denn da links? Kann ich vielleicht hier auch eine Wand einschlagen? Nö. Schade. Schade, schade. Okay, dann wären wir wieder hier. Ha. Okay, Blue verzweifelt gerade sehr. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Und ich glaube, ich gehe mich erstmal an kleinen Gegnern aufheilen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, ich habe da was übersehen. Oh, wartet mal. Da war ja der Weiterweg. Stimmt ja. Ups. Muss ich das hier... Okay. Das Ding muss ich zum Glück nicht von neu machen, dieses Arena-Spielchen. Ich habe mich wieder geheilt, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Ich weiß, ich bin blöd. Ich bin sehr blöd. Das ist genauso wie Estus trinken, während der Boss gerade auf dich zurennt in Dark Souls. Was will man machen? So, hier ging's. Ja, genau, hier ging's weiter. Ah, wir werden geheilt. Deswegen hat sich Blue wahrscheinlich an den Kopf gegriffen. Und wir können uns ausruhen. Das ist scheinbar so eine Art Checkpoint. Gut zu wissen. Nur hier geht's nicht weiter. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Au. Tschüss. Nee, so schlimm ist es nicht. Ich spiele sehr gerne Metroidvania. Eins meiner Lieblingsspiele ist sogar Metroidvania. Das Dust in Elysian Tale. Es ist ein recht klassisch gehaltenes Metroidvania. Und ich liebe das Spiel über alles. Also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der es noch nicht gespielt hat. So. Aber jetzt sollten wir nach einem Weiterweg gucken. Wir müssen ja weiter runter. Hm. Ja, dass ich mich auf der Karte sehen könnte, wenn ich diese Kartografie-Sachen da kaufe, ist mir schon klar. Also, Blue, ich bin nicht ganz blöd. Nur ich hatte jetzt wenig Bock, da wieder hochzulaufen, aber scheinbar ist hier Backtracking angesagt. Ich hoffe, das ist nicht allzu oft der Fall, weil... Obwohl bei Metroidvania ist eigentlich Backtracking Alltag. Also ich kenne gerade kein Metroidvania, wo man nicht viel backtracken musste. Na, obwohl bei... Ja, auch bei Dust. Also Backtracking wird selten umgangen. Aber von mir aus, dann gehe ich halt wieder hoch in die Stadt, wenn ihr das so wollt. Au. Ich sollte aufhören, auf den Chat zu gucken, während ich hier spiele. Es lenkt mich nur ab. Oh, warte, ihr könnt es sogar sehen, wenn ich auf den Chat gucke. Aha. La Mulana. Sagt mir was, habe ich aber noch nie gespielt. Also, ich kenne das nur vom Namen und vom Bild her, wenn es auf Steam mal wieder im Angebot ist oder so. Aber ja. Sagt mir schon was. So, dann kaufe ich mir halt jetzt Barfanada. Hör auf, so genervt zu klingen. Unbedingt zu empfehlen. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Weg durch das Labyrinth von Ruinen unter uns zu finden, versuch es mit diesem Talisman. Er bestimmt deinen Standort auf der Karte genau. Extrem nützlich, um sich in unbekanntem Terrain zu orientieren. Kaufen! So.
Gegenstand gekauft. Rüste einen Talisman aus, um seine mächtigen Fähigkeiten zu aktivieren. Um einen Talisman auszurüsten, öffne das Talismane-Menü, während du dich auf einer Bank ausruhst. Okay. Was gibt's hier noch? Die hier wirst du brauchen, wenn du deine Karte mit neuen Gegenden versehen möchtest, die du erkundest. Diese Nadeln markieren Bänke und andere Rastpunkte auf deiner Karte, nützlich, wenn du erschöpft bist. Hast du diese wunderschönen blauen Kokons gesehen? Ich habe diese Nadel gefertigt, damit du den Überblick über sie behalten kannst. Benutze diese Nadeln, um Warenhändler oder andere interessante Käfer, denen du auf deiner Reise begegnest, zu markieren. Ich habe die Nadeln gestaltet, um die heißen Quellen des Königreichs zu markieren. Ich lese auch noch das unten vor. Kokons sind hübsch, aber empfindlich. Sei also bitte vorsichtig mit ihnen. Habe ich die nicht kaputt gemacht? Oder hatte ich noch keinen? Ich glaube, ich hatte noch keinen. Ich glaube, die waren nicht blau, die ich kaputt gemacht habe. Ich habe, glaube ich, hoffentlich nichts Blaues kaputt gemacht. Du solltest immer wieder mal bei ihnen vorbeischauen und sehen, wie es ihnen geht. Ich bin sicher, das würde ihnen gefallen. Ich selbst habe noch nie eine Besuch. Ich frage mich, ob Cornifer mich irgendwann einmal dorthin mitnehmen kann. Ich bin mir sicher, dass du bis dahin mehr Verwendung für diese Nadeln hast. Wir sammeln noch ein bisschen an diesen Geos, weil wir brauchen ja nur noch 3 Stück, wenn ich gerade richtig gesehen habe, um die Nadel zu kaufen. Die Feder zu kaufen, und ich finde, die Feder ist schon, die klingt wichtig. Also, dann können wir so gesehen eigene Karten anfertigen und das ist minimal praktisch. Und wir sollten uns... Ah ne, wir haben ja den Talisman noch nicht ausgerüstet. Wir müssen ihn erst auf der Bank ausrüsten. Stimmt ja. Da war ja was. Ich hoffe, später gibt es irgendeine Möglichkeit, sich zu teleportieren. Damit wir von einer Bank zur anderen teleportieren können. Jo. Einkaufen. Barpanada. Feder. Genau. Gegenstand gekauft. So. Jetzt können wir eigens erkundete Gegenden markieren. Jo, wahrscheinlich. Und uns ausruhen. Um Talisman zu öffnen, öffne das Talisman-Menü. Ah, okay. Ausgerüstet. Gibt es eine begrenzte Anzahl, die wir ausrüsten können? Wahrscheinlich, weil da steht so... stimmt, hier unten Sockel, 1 von 3. Und der Wegeskompass ist einer von... Also kostet 1 Talisman-Punkt. Also so ein ähnliches System wie mit den Plug-in-Chips bei Nier Automata. Ich trinke mal ein Schlückchen. Mal wieder. Ich stream hier ja schon seit über einer Stunde. Holy. Naja, Samstagabend halt. Da geht die Zeit schnell rum. So. Dann würde ich sagen, geht's wieder weiter runter. Und jetzt können wir uns ja ein bisschen besser orientieren. So, da rechts haben wir noch nicht alles erkundet. Da war das mit dem Ei, oder? Aber man konnte, glaube ich, auch nach rechts durchgehen. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich habe mich einfach nur umgedreht. Ja, kann man. So, mal schauen, was es hier gibt. Ja, mit der Karte und wo man sich jetzt selber sieht. Ich finde es lustig, wie wir auf und ab hüpfen, wenn wir laufen. Ist es um einiges praktischer. Die Käfer sehen auch so traurig aus, alle. Generell wirkt das Spiel ein bisschen traurig. Außer der... Kartograf? Ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe irgendwie Kalligrafie im Kopf, aber das war Schönschrift und nicht Kartenkunst. Bis auf ihn wirken alle traurig bisher. Aber der ist so glücklich. Ja, ich vernachlässige meine Frau, ja. Ich bin die ganze Zeit nur auf Reisen, habe meine Familie und alle verlassen, die ich liebe, weil ich einfach nur wissbegierig bin. Aber ja, alles gut. So, was gibt's denn hier unten? Hier scheint es ja irgendwas zu geben, wenn man hier so rein kann. Da hat mich das Spiel hinters Licht geführt. Der sieht aus wie ein Freund. Du Freund oder Feind? Freund. Oh, begrab meine Mutter, die Tränen vergossen. Begrab meinen Vater, die Augen geschlossen. Leg all meine Schwestern
zusammen zur Ruhe. Und bist du dann fertig, so leg mich dazu. Nur ein bisschen creepy. Ja, kennst du das? Eines meiner Lieblingslieder. Wir können etwas anderes singen, wenn du möchtest. Du fängst an und ich steig mit ein. Du hast sicher eine wunderschöne Gesangsstimme. Haha. Also, was machst du hier unten? Falls du hergekommen bist, um reich zu werden, sieh dich um. Die Minen sind noch immer voller Reichtümer. Es gibt reichlich für alle. Greif dir eine Spitzhacke und mach mit. Haha. Und ja, das Spiel hat so ein bisschen traurigen Flair, Mrs. Andron. Da stimme ich dir zu. Nebenbei, ich liebe dich. Das war's mit dem zweiten Part Hollow Knight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne wissen. Und ich weiß, ich habe beim letzten Part die Abgrüßung leider vergessen. Ich versuche jedes Mal jetzt dran zu denken. Und ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin. Euer Sandron.